Herzlich willkommen zu unserer Wochenendeinheit. Wir haben diese Woche wirklich brav trainiert und jetzt holt eure Eltern, Großeltern, Geschwister in den Garten und jetzt trainieren wir gemeinsam. Wir haben auch heute wieder Unterstützung zu uns geholt. Die Jasmin wird uns auch heute wieder unterstützen, danke. Und auch die beiden Maskottchen haben wieder den Weg hierher gefunden. Super! Bravo. Und da unser heutiges Motto ja miteinander statt gegeneinander heißt, kommen wir zu Beginn alle in die Mitte zusammen und machen die Welle, bevor wir anfangen. 1, 2, 3, los geht's! Woo. Super! Und jetzt sind wir hoffentlich alle motiviert für die erste Übung. Ich zeige sie vor, ihr macht alle mit. Die erste Übung, Standbein, Pendelbein. Wir haben den Ball zuerst in der Hand, haben einen festen Stand und beginnen mit rechts das Bein vor und zurück zu pendeln. Der Ball bleibt in der Hand. Müssen wir jetzt schon ein bisschen das Gleichgewicht üben. Das Bein pendelt nach vor und zurück. Genau, das machen wir jetzt noch dreimal. Und jetzt heben wir das Bein in die Waagrechte hoch, also das Knie beugen und den Ball mit hochheben. Genau. Das Knie beugen vorne und nach hinten gestreckt zurückführen und den Ball mit hochführen. Oh, ist ein bisschen schwierig. Machen wir noch zweimal. Super. Und das Ganze jetzt mit dem anderen Bein, jetzt mit links. Wir pendeln wieder, halten den Ball nur vor uns. Starke Mitte. Noch dreimal. Und genauso wie vorher führen wir jetzt das Knie hoch und den Ball ziehen wir zusammen nach oben. Genau. Ihr seht, ich wackel da schon ziemlich. Das ist mein schlechteres Bein. Zweimal noch. Und fertig, genau. Und jetzt wollen wir ja das Fußballspezifische auch noch mit reinbringen. Das heißt, wir gehen jetzt zu zweit zusammen. Ich zeige es mir Matthias kurz vor. Matthias, ich den Ball kurz zur Seite. Spiel dir jetzt den Ball auf dein besseres Bein. Mhm. Und dann Matthias schießt ihn mir zurück mit dem Riss, ja? Puh, super, beim ersten Versuch. Einmal noch. Genau, und jetzt geht's zu zweit zusammen, bitte. Ja, ich mach's bei dir, oder? Na genau, Versuch, yes, okay, beginnt's. Super. Geht ja schon ganz gut. Genau, auf den Riss zielen. Das könnt ihr jetzt zu Hause, geht ihr auch zu zweit zusammen. Und probiert es einmal, dem Papa den Ball zuzuspielen, ob er ihn zurückspielen kann. Wechsel. Und dann, wenn das schon gut geht, natürlich Partnerwechsel. Beziehungsweise dann schießt ihn der andere zu. Wie geht's euch dabei? Ja, da passt, der ist schon gut drauf, super. Passt, oder? Okay, super, dann machen wir weiter mit der zweiten Übung, dass wir die Beine ein bisschen stärken. Matthias. Wir brauchen wieder jeder einen Ball. Stellen jeder wir hat den Ball auf. In der Hand. Nehmen den Ball wirklich in die Hand. Und jetzt machen wir einen Ausfallschritt. Wir machen wirklich mit dem rechten Bein einen Ausfallschritt. Der Ball bleibt in der Hand. Das vordere Knie wird gebeugt. Und das hintere Knie kommt nahe dem Boden, aber wir berühren den Boden nicht. Ja, und wir gehen wieder über das rechte Bein hinauf in die Ausgangsposition. Sehr gut. Und noch einmal, der Ball bleibt in der Hand, nur mit dem rechten Bein. Sehr gut. Und drei, Spitze. Versuchen, das Gleichgewicht zu halten. Und einmal noch. Sehr gut. Jetzt machen wir Beinwechsel. Jetzt kommt das linke Bein nach vor. Und los geht's, rechte Bein Richtung Boden und wieder zurück. Gleichgewicht halten, wieder zurück. Sehr gut. Und noch zwei. Spitze macht ihr das. Sehr gut. Kurz auslockern. Die Übung bleibt annähernd die gleiche, aber jetzt, wir beginnen wieder mit dem rechten Bein. Wenn das rechte Bein nach vorkommt zum Ausfallschritt, werfen wir den Ball weg und fangen ihn vorne.
Das heißt, rechte Bein kommt nach vor und wir fangen ihn und gehen wieder zurück über das rechte Bein. Und los geht's. Versuchen am Anfang nicht so hoch zu werfen und dann wirklich gewöhnen dran. Drei, super. Kein Ball fällt am Boden. Genial. Und super. Und jetzt machen wir das Ganze wieder mit dem linken Bein. Ja, los geht's. Spitze. Seid ihr ja schon Profis? Kein Ball am Boden. Super. Perfekt. Genial. So, jetzt wird es fußballspezifischer. Der Ball kommt auf den Boden. Wir lassen den Ball jetzt zwischen unseren Beinen rollen. Das heißt, wir spielen von dem rechten auf dem linken Bein, können uns den Ball kurz annehmen und wieder zurück. Dass wir uns einmal gewöhnen, stoppen und zurück. Jawohl, von rechts nach links, von links nach rechts. Super, wer das schon gut kann, wenn ihr das merkt, der kann das schon wirklich versuchen, auch direkt von rechts nach links. Rechts, links, okay. Rechts, links. Spitze. Rechts, links, gut, kurze Pause. Das geht schon gut, super. Jetzt kommt der Übersteiger dazu, eine Körpertäuschung. Das heißt, ich spiele mir von dem linken Bein, linken Fuß auf den rechten Fuß, ja, stopp in mir, mache einen Übersteiger, Körpertäuschung und spiele auf den linken Fuß. Übersteiger, rechten Fuß. Übersteiger, linken Fuß. Okay. Stoppen, Übersteiger, rechter Fuß. Und los geht's. Das ist wow. Schon wirklich eine Königsübung. Das ist wirklich eine Königsübung. Man sieht. Damit wir die Gegenspieler täuschen können, eine Körpertäuschung. Ja, spitze. Super. Genial. Und wirklich auch mit beiden Füßen trainiert. Super. Danke, Matthias. Weiter geht's mit der Ballroll zwischen uns. Jetzt werden wir uns wieder partnerweise zusammenstellen. Matthias, Jasmin, geht ihr wieder zusammen? Mhm. Basti, Frederik, sucht ihr auch eure Partnerinnen? Und wir brauchen jetzt nur noch einen Ball. Genau, einer gibt den Ball weg. Sehr gut. Also Basti, du gibst deinen Ball weg. Ich gebe ihren Ball. Und jetzt geht es darum, dass ihr euch zupasst gegeneinander. Ja? Also der Ball rollt jetzt, ihr verwendet das geübtere Bein jetzt, beginnt ihr damit und passt euch gegenseitig zu. Und der andere nimmt den Ball an. Ja, genau, schaut, dass ihr, wenn der Ball wegrollt, kein Problem, dann holt ihr ihn wieder und schaut, dass ihr euren Partner zuspielt, annehmen und wieder zurückspielen mit dem besseren Bein. Genau. Super. Und wenn das schon gut geht, könnt ihr das mal mit dem ungeübteren Bein probieren. Mit dem ungeübteren hinpassen und dann annehmen und zurückspielen. Wie geht's euch? Merkt man die Übungen der Woche, dass die was gebracht haben? Yes! Und wenn das schon gut geht, könnt ihr direkt spielen, ohne anzunehmen. Okay. Matthias, ich glaube, wir sind vorbereitet fürs Spiel, oder? Wir sind bereit fürs Spiel, würde ich auch sagen. Jetzt geben wir die Bälle weg und behalten uns zwei Bälle. Eins, zwei. Und jetzt spielen wir wirklich miteinander. Das heißt, sucht euch genug Platz mit euren Eltern, Großeltern und Geschwistern. Und wir bewegen uns jetzt da im Raum und spielen uns den Ball zu. Ich darf ihn spielen, wohin ich möchte, zu wem ich möchte. Das ist ganz egal. Ja. Aber versucht, dass kein Ball hinausrollt. Das heißt, wir bewegen uns wirklich mit Ball und ohne Ball. Da geht es jetzt um Teamwork. Wir spielen miteinander und nicht gegeneinander. Los geht's. Zwei Bälle und wir geben auch immer ein Kommando mit. Ja, ich sag den Namen dazu. Lea, schau. Ja. Oh, danke. Und Basti. Ui, das war von mir wichtig schlecht. Wichtig dabei ist, dass euch wirklich auch ohne Ball bewegt. Ja, ja, danke schön. So, Frederik,
So, Basti. Zwei auf einmal. Bravo, da schau, den habe ich jetzt genommen. Ja, super. Ja, Basti. Ja, Lea. Ja, gut. Danke. So, kurze Pause. Wir haben schon drei Bälle dabei. Spitze. Jetzt kommt die Königsübung für heute. Das heißt, jeder Spieler bei euch zu Hause bekommt eine Nummer. Bei uns spielen jetzt da sechs Leute. Ja, sechs. Das heißt, ich gebe Ihnen allen Nummern. Das heißt, die Jasmin ist Nummer 1, die Lea ist Nummer 2, die Valentina ist Nummer 3, Emilia Nummer 4, Frederik Nummer 5 und Basti Nummer 6. Wenn ihr zu Hause weniger seid, überhaupt kein Problem. Dann gibt es die Nummern bis 4, 5, wie auch immer, wie viel auch immer ihr seid. Ja? Gut, jetzt bewegen wir uns weiter im Raum und die Nummer 1 spielt immer zu Nummer 2, Nummer 2 zu Nummer 3, 3 zu 4, 4 zu 5, 5 zu 6 und 6 spielt wieder zu Nummer 1. Das heißt, jeder muss sich merken, von wem er den Ball bekommt und an wen er ihn weitergibt. Kann das losgehen? Ich würde sagen, wir probieren das einmal mit zwei Bällen. Mhm. Nummer 3. Nummer 3 beginnt und Nummer 1 beginnt. Ja. Mit dem Ball. Ja. Gibst du mir den Ball? Ja. Und los geht's. Frederik? Ja. Da fehlt noch einer. Den Ball brauchen wir. Los geht's. Ja. Und los geht's. Und wir bewegen uns wirklich quer durch den Raum. Super. Danke. Ja, mit Ball, ohne Ball, bewegen, immer Valentina, in Bewegung. Ja, super. Ja, Lea. Ah, schon wieder, okay. Und Valentina? Nutzt wirklich den Platz aus. Schau, habt genug Platz. Ja, Lea. Jasmin ist ein starker Partner. Und die machen das hervorragend. Die schreien immer den Namen. Ja, genau. Super, gleich direkt. Valentina? Oh, danke schön. Ja, Lea. Valentina? Super. Stopp kurz. Wenn ihr natürlich zu Hause weniger seid, reicht auch manchmal wahrscheinlich ein Ball. Ja? Oder wenn ihr noch mehr seid, könnt ihr auch einen dritten Ball dazu nehmen. Jetzt machen wir das Ganze von den Zahlen von oben nach unten. Das heißt, Nummer 6 spielt zu 5, 5 zu 4, 4 zu 3, 3 zu 2, 2 zu 1 und 1, in dem Fall die Jasmin, spielt zum Basti zu Nummer 6. Probieren wir, ob das auch so gut geht. Los geht's. Ja, Lea. Jasmin. Ja, Basti. Jasi. Ja. Sehr ja, gut macht ihr das. Und wichtig wieder, bewegen ohne Ball und mit Ball. Und Jasi, ja. Wow, Entschuldigung. Ja, Basti. Jasi. Ja, Basti, direkt. Habt ihr das gesehen? Sofort weitergespielt. Spitze. Oje, oje. Oh. Sehr gut, ja, wirklich ja. Immer schauen, ob der Partner Basti schon bereit ist, danke, dass er den Ball schon ja, mitnehmen kann. Ja. Super! Ich würde sagen, das haben wir super gemacht. Ihr habt es super gemacht. Und jetzt kommen wir noch zu einem Ausgang. Jetzt sind wir ja ein bisschen außer Atem und zum Cooldown nehmen wir jetzt wieder unseren Platz ein. Und bringen uns jetzt wieder, beruhigen uns ein bisschen, schauen, dass wir hüftbreit stehen, geerdet am Boden stehen, die Hände könnt ihr jetzt auf den Bauch legen und dabei ruhig ein- und ausatmen. Und ausatmen. Schultern locker lassen, ganz entspannen. Und ausatmen. Jetzt nehmen wir die Hände nach oben bis zur Schulterhöhe und wieder nach unten. Und dabei atmen wir ein und ausatmen. Und wieder einatmen und ausatmen. Genau. Einmal noch. Und zum Abschluss simulieren wir jetzt ohne Ball einen Out-Einwurf. Dafür steigen wir mit rechts nach vorne, greifen nach unten, holen den Ball hoch, lehnen uns zurück und werfen ihn nach vorne. Und wieder nach vor den Ball holen, zurücklehnen und ausatmen. Und in einem Fluss wieder nach hinten und ausatmen. Genau. Einmal noch. Und
Super. Das war unser Cooldown. Das habt ihr super gemacht. Auch ihr zu Hause habt ihr es sicher super gemacht. Vielleicht können wir auch noch mal kurz die Maskottchen zu uns kommen. Und ich würde sagen, wir beenden auch die Einheit, so wie wir sie begonnen haben, und gehen zusammen. Wir haben super gemeinsam trainiert. Und eine kleine Welle und... Oh.